Was war davor? Da kam ein Vers, eine Drohung zu Muhammad, eine Warnung. O du Gesandter, verkündige das, was du von deinem Herrn bekommen hast. Und wenn du dies nicht tust, hast du die ganze Botschaft nicht verkündigt. Guck mal. Und Allah schützt dich vor den Ungläubigen. Vor den Menschen, nicht vor den Gläubigen, vor den Menschen. In Allah, Allah liebt die Ungläubigen nicht. Das heißt, was sollst du erzählen? Und wenn du das nicht erzählst, gilt die ganze Botschaft nicht. Was sagen die? Was halal und was haram ist. Was bei den Juden haram ist, das sollte erzählen Mohammed. Wieso hat er 23 Jahre nicht erzählt? Wieso passt das denn zusammen? In Sahih Muslim steht geschrieben über diesen Hadith, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesen Hadith erzählt hat in Ghadir Khum. Das heißt, nachdem die Menschen aus Mekka zurückgefahren sind, sie wollten nach Hause und die haben sich dort getroffen. So, jetzt erzählt er. Er sagt, O ihr Menschen, alastu awla minkum bikum min anfusikum? Alastu awla bil mu'minin min anfusihim? Bin ich nicht näher an den Gläubigen als sich selbst? Oder vorgesetzter als sich selbst? Sie sagen doch. Dann sagt er, فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَهُ فَهَذَا عَلِيُّ مَوْلَهُ. Was bedeutet das? Sie sagen, bedeutet, dass man Ali lieben muss. Liebe? Liebe. Ja. Weil, warum? Weil Maula kann man Liebe erklären. Aber Maula kann man auch was anderes erklären. Warum erklärst du nicht so? Maula heißt Aula. Weil er sagt, alastu Aula, er sagt doch, so, فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَهَذَا عَلِيُّ مَوْلَهُ. Das heißt, bin ich ja bevorzugter? Sag ja. So, wenn ich dann ihm bevorzugt bin, so ist Ali auch bevorzugt. So, warum hat er das erzählt? Weswegen? Es gibt einen Grund. So, und gleichzeitig sagt ihn, ich hinterlasse euch zwei Dinge, wenn ihr euch daran haltet, werdet ihr nicht verloren gehen. Das Buch Allah und meine Familie. Ja. Das ist so klar. Da braucht man da wirklich dafür keine Sendung. Da braucht man nicht einen Mustaqil extra gründen und hier einen Hashim bringen, der uns erklärt. Die Leute sagen, ja, Liebe. Nur Liebe und fertig. Ja, aber Allah hat gesagt, nichts von Liebe. Allah hat gesagt, folgt. Er gibt Beweise im Koran. Beweise. Wo er hat gesagt, verkündet diese und ja, dann... Ja klar, diese Verse ist im Koran. Ja. Das ist Koran. Al-Ma'idah, Ayah 67. Hier. Hast du Computer? Ja, nehmen wir Koran. Ja. Al-Ma'idah 67. Diese hat dieser Ayah, was er gesagt hat. Bruder, worum geht das Ganze? Die Schiiten sagen Ahlul Bayt und Ahlul Sunnah sagen Sahaba. Das ist das alles. Dass einer schimpft und einer. Diese Menschen brauchen wir nicht. Aber wirklich, das geht nur darum. Ahlul Bayt, Schia sagen Ahlul Bayt und Sunni sagen Sahaba. Ja. Das ist alles. So, jetzt die Beweise von den Sunni. Was? Das heißt, die ersten Bahnbrechenden von den Muhajirin und Ansar, Allah war mit ihnen zufrieden und sie sind mit ihnen zufrieden. Okay, was ist dann? Gut für sie, dass Allah mit ihnen zufrieden war. War er mit allen zufrieden? Oder war mit einigen zufrieden? Sind die alle gut gewesen oder gut geblieben? Das auch, gut gewesen, okay. Alle, sagen wir, okay, waren sie alle gut. Aber blieben sie alle gut, nachdem Muhammad s.a.w. gestorben ist? Da gibt es keinen Koran nach Muhammad. Das heißt, was gibt es da? Gibt es Aql? Gibt es Augen? Gibt es Bücher? Gibt es Geschichte? Verstehst du? Gibt es ja Geschehnisse? Es gab Sachen, die wirklich hier passiert sind. Ja. Da kannst du nicht mit Koran vergleichen. Kannst du nicht aus dem Koran rausfinden, weil war Stopp. Muhammad ist gestorben, gibt es keinen Koran mehr. Der Koran ist gekommen, fertig, komplett. Ja. Gibt es keinen anderen Koran mehr. Nur diesen Koran. Jetzt aber, ja. Koran sagt, sie waren gut. Aber steht in dem Koran, dass sie gut geblieben sind? Koran unterscheidet, musst du aufpassen. Du musst nicht hören, wie sie alles aus dem Kontext rausreißen. Du musst genau die Verse lesen, weiterlesen. Weil es steht drin, unten geschrieben, als wenn sie sagen, diese Sure zeigt, dass sie wirklich im Paradies gehen, stimmt nicht. Nicht alle. Wo? Steht in dem Koran. Das können wir zusammen lesen. Muhammadur Rasulullah. Walladina ma'ahu ashadda al kuffar rahma'u bainahum. Richtig? Erklärt Allah subhanahu wa ta'ala so schön, wie sie beten und wie sie hier die Kafir wütend machen und so und wie ihren Gleichen in der Bibel erklärt wird und in der Tora. Jetzt geht das weiter, aber aufpassen. Hier gibt es ein kleines Wort. وَعَدَ اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ
nicht Kulhum. Allah hat versprochen, diejenigen unter denen, das heißt diejenigen, die unter denen, nicht alle. Sonst hätte Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, Allah hat für alle versprochen oder Allah hat sie versprochen. Jetzt musst du deinen Kopf benutzen. Wer von denen ist damit gemeint? Und wer ist von denen, wer von denen wurde Paradies versprochen? Das ist der Unterschied zwischen uns und diesen Menschen. Wir sagen nein. Stopp. Es gibt aber. Radiallahu anhum, alhamdulillah. Aber wir müssen gucken. Koran sagt noch was anderes. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولَ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ إِنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. Das heißt, Muhammad war lediglich ein Gesandter. Kaum wird er sterben oder umgebracht wird, kehrt er auf euren Fersen zurück. Was heißt das? Das heißt, wenn er stirbt, ändert ihr Koran. Ja. Nicht der Schia, Koran. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam stirbt, diese Menschen nicht mehr stabil bleiben. Und unsere Aufgabe ist, damit wir wirklich sie folgen können, ob wir sie folgen müssen, das ist eine andere Frage. Müssen wir jemand anders folgen? Wir und sie, nicht nur wir. Alle Muslime müssen Ahlul Bayt alaihi wasallam folgen. Es besteht keine Frage. Es besteht keine Frage. Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt wortwörtlich in Sahih Muslim, das Buch Allah und mein Frieden. Das heißt, da müssen wir sie folgen, auf jeden Fall. Jetzt wollen wir gucken, ob wir das Haber folgen sollen oder nicht. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was hat Allah sie versprochen, Paradies. Aber der Koran sagt mir nicht alle, einige. Was bleibt mir übrig, zu wissen, wer? Wie weiß ich, wer? Wenn ich seine Sira lese, wenn ich seine Historie lese, wenn ich seinen Lebenslauf lese, verstehst du, ich weiß, wie er gelebt hat. Dann weiß ich, blieb er so, wie er bei Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen ist, dann folge ich ihm. Obwohl, dass ich das nicht muss. Ich muss ihm nicht folgen. Verstehst egal, du? Wie gut Gebot ist Ahlul Bayt alaihi wasallam, Koran, nicht Sahabi. Sahabi musst du respektieren, musst du verehren, musst du lieben. Das ist kein Problem. Die Liebe zu den Sahabi kommt automatisch. Du brauchst nicht lieben. Das kommt automatisch, wenn du siehst, wenn du über Abu Dajana liest zum Beispiel. Wenn du über Abu Dujana liest, ich schwör's dir, wenn du liest über diese Sahabe, weinst du, was für ein anständiger Sahabe gewesen ist. Abu Dujana. Wie er für Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sein Blut gegeben hat. Oder zum Beispiel Handala. Wenn du über Handala liest, gerade hat er geheiratet, gerade hat er seine Hochzeitsnacht. Er nimmt ein Erlaubnis von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er nur nach Hause kurz geht, damit er seine Frau trifft. Die er gerade geheiratet hat. Und als er hörte, dass Rasulullah s.a.w. unter den Gefechten sich befindet, er steht sofort auf aus dem Bett und rennt zu Rasulullah s.a.w. ohne sich zu duschen, ohne sich zu waschen. Das ist ein Sahaba. Hör mal. Diese Frau war verrückt, sagt, was soll ich jetzt machen, falls ich jetzt schwanger werde? Ich brauche Zeugen. Sie rennt hinterher. Hinter ihrem Mann. Und sie holt zwei Leute, die das bestätigen können, durch ihn als Zeuge, dass er mit ihr diese Nacht verbracht hat. Und rennt er hinter Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam und kämpft, bis er stirbt. Sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Handala taghsuluhu al-Malaika. Handala wird von den Engeln gewaschen. Die Engel haben ihn Rüssel gemacht. Weil er hat nicht geschafft, Rüssel zu haben. Ist das nicht Sahaba, den du Gänsehaut für ihn kriegst? Ja. Kannst du sagen, dieser Sahaba geht in die Hölle? Nein. Siehst du, das heißt, wir müssen unser Verstand, wir müssen gerecht sein. Und nicht, weil mein Vater hat gesagt, X ist gut, dann ist er gut. Nein, ich muss gucken, ob er gut war oder nicht. Wir haben ein Problem, Bruder, wir haben ein Problem. In Sahih Bukhari und in Sahih Muslim steht, was drin, was uns durcheinander bringt. Dass die Tochter des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, kaum war er gestorben, hat sie sich mit dem ersten Khalifa gestritten. Da war Probleme zwischen den beiden. Und in dem gleichen Buch steht geschrieben, wer sie böse macht, macht Allah böse. Was machen wir damit, bitteschön?
Warum laufen wir hinter die Herrscher und hinter die Präsidenten und sagen, weil er nur Präsident war, dann ist er gut? Nein. Es gab Probleme und diese Probleme bleiben. Verstehst du? Und wir müssen nur unseren Kopf benutzen. Was war da los? Weswegen ist diese Tochter gestorben in diesem jungen Alter? Das ist die Tochter von deinem Propheten und von meinem Propheten, nicht nur von meinem. Mohammed ist dein Prophet und mein Prophet. Ja. Und die Tochter von Mohammed interessiert dich genauso wie mich interessiert. Ja. Verstehst du? Und wir müssen wissen jetzt, warum ist sie in diesem jungen Alter gestorben? Weswegen? Wieso steht in den Sahih Bukhari und Sahih Muslim, wieso steht drin geschrieben, dass diese Frau sich mit dem ersten Khalifa gestritten hat? Und sie ist gestorben, ohne Bay'ah zu machen. Und sie ist gestorben durch das Zeugnis von Aisha. Aisha sagt, das heißt, sie ist böse geworden und sie hat mit ihm nicht wieder gesprochen, bis sie gestorben ist. Hat diese Frau kein Recht vor Allah subhanahu wa ta'ala nachher zu stehen und zu sagen, nach ihren Rechten zu verlangen? So, jetzt, wenn ich blind hinter diese Person gehe, werde ich nicht gefragt? Und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, yuhsharu al-mar'u ma man yuhad. Der Mensch wird mit dem Menschen, denjenigen, die er liebt, zusammengerückt. Das heißt, wenn Qiyama kommt und du liebst irgendjemanden, du wirst mit ihm gehen. Und Koran sagt, وَيَوْمَ يُنَادَ كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. Jede Menschen, Volksmenge wird gerufen durch ihren Imam. Ja. Und die sagen, Imam ist Koran? Nein, nein, das sind Menschen, Volksmengen. Imam ist Koran, das ist ganz was anderes. Aber wir reden von Menschen jetzt. Wenn du lieben hier in Deutschland, du sterben hier von Deutschland. So. Ne, das heißt, du musst deinen Kopf benutzen. Du musst deinen Kopf. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Verstand gegeben, mehr nicht. Ich höre, wenn ich unsicher bin, ich gucke keine Mustaqilla. Ich gucke Mustaqilla, weil ich sicher bin. Und glaub mir das. Wir haben genug Leute, die sich da gemeldet haben, aber die wurden nicht gelassen. Zum Beispiel Hajj Wa'ad Al-Lami, der wurde nicht gelassen. Warum? Weil er der Hammer ist. Sheikh Ali Qurani, der wurde empfangen, aber sie haben ihn wen gebracht? Sie haben ihn einen gebracht, der angeblich Shia ist, aber er redet gegen Imam Mahdi a.s. und die beschäftigen sie ihn mit solchen Sachen. Sie lassen ihn am Telefon, sie sagen, du hast 7 Minuten, lassen sie ihn nicht mal 3 Minuten reden und die 3 Minuten waren unklar, da kannst du gar nicht hören. Sie sagen, tut mir leid, das ist nicht von uns, das ist von deiner Leitung. Ich habe mit Sheikh Ali Qurani geredet. Ich habe direkt mit ihm geredet. Er sagt, sie sollen einfach ein Angebot machen, dass wir einen neutralen Platz suchen, eine andere Sendung, die uns empfängt und bringen mir die Größte unter denen und gucken wir. Aber lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Wallah, ich schwör's dir, wenn du neutral bist, guckst du nur Mustaqilla und siehst du so. Guckst du nur. Merkst du, wie sie die Menschen unterbrechen, dann weißt du alles. صح في هنا انا سمعت هذا الاخر الدكتور سعيد والله يقول لك اهل البيت يعرفوا ني راح وش راح يكون غدا وبكره والحرب شكون اللي حيقودها وشكون اللي راح يموت شكون يكسبوا ولا ما يكسبوا اولا الله سبحانه وتعالى sagt dass er auch den Ghaib benachrichtigt wem er will das heißt علم الغيب ist bei Allah سبحانه وتعالى Und Allah gibt Ilm al-Ghaib, wem er will. Richtig? Und wenn jetzt in Frage jemanden kommen würde, deiner Meinung nach, wenn jemand in Frage kommen würde, als allererstes, wem würde Allah subhanahu wa ta'ala Ilm al-Ghaib geben, deiner Meinung nach, als Muslim? Keiner gegeben. Nein, wem würde er geben, wenn er gibt? Ich kann nichts geben. Kann er nicht? Allah subhanahu wa ta'ala kann er nicht? Die bleiben bei ihm. Nein, kann Allah nicht. Ilm al-Ghaib, die bleiben von ihm. Aber Koran sagt, er gibt Ilm al-Ghaib, wem er will. Trotzdem, kann nichts mehr geben. Was machen wir mit dem Fall? Die Ilm al-Ghaib, die bleiben nur bei ihm. Ich sag, Allah sagt in dem Koran, er gibt Ilm al-Ghaib, wem er will. Aber trotzdem hat nichts gegeben. Bei wem hat er gegeben? Verstehst du, was ich sage? Ja. Das heißt, besteht die Möglichkeit, dass er gibt? Ja, aber trotzdem, hat nichts gegeben. Hast du Beweise, dass er nicht gegeben hat? Nein, welche? Zeig mal. Nein, hast du Beweise, dass er nicht gegeben hat?